Beginnen wir damit, was ist Yizhuan? Wie zu Beginn schon erwähnt, ist Yizhuan eine chinesische innere Kampf- und Heilkunst und wurde Mitte der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts von Meister Wang Xianzhai entwickelt. Wang war nicht nur ein ausgezeichneter Kämpfer, sondern auch als Maler, Dichter und Kalligraph bekannt. Er kämpfte unter anderem gegen den damaligen Boxweltmeister im Schwergewicht, den er innerhalb kürzester Zeit besiegte. Etwa um 1940 herum, zur Zeit der Besatzung Chinas durch Japan, forderte er Kampfkünstler aller verschiedenen Schulen auf, sich mit ihm zu messen. Viele Kämpfer stellten sich der Herausforderung, aber keiner von ihnen konnte Wang Xianzhai besiegen. Allein das zeigt die praktische Anwendbarkeit dieser Kampfkunst, auch wenn ich selber jetzt nie wirklich kämpfen wollte.